Das DLC Bloodline mit Aiden Pierce in Watch Dogs Legion ist erschienen. In diesem Video zeige ich dir, was steckt in diesem DLC. Ich hab nen Job, du Arsch. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in Watch Dogs Legion. In diesem Video dreht sich alles um das neue DLC, nämlich Bloodline. Hier muss ich gleich dazu sagen, das ist ein separates Spiel eigentlich in Legion. Ihr könnt das über das Hauptmenü dann anwählen und hier bekommt ihr eine komplett neue Story in diesem Spiel. Kurz, um was geht es in der Story? Und zwar, wir spielen Aiden Pierce. Die meisten kennen ihn bereits aus Watch Dogs. Und hier ist es so, wir haben einen Gegenspieler, nämlich Thomas Rappert. Der ist CEO von Rappert Automatic Defense Systems. Das ist so ein privater Sicherheitszweig des Rappert Konzerns. Die befassen sich mit Luftfahrt- und Automatisierungstechnik. Und hier möchte ich aber nicht zu viel spoilern, aber es geht darum, eine KI-Technologie zurückzubekommen in seinem Auftrag. Das heißt, er benutzt uns eigentlich für seine Zwecke. Springen wir jetzt aber live ins Spiel hinein. Und zwar, man sieht hier, ich habe hier die Karte offen. Und sie sieht natürlich gleich aus. Wir haben hier auch diese ganzen Districts wieder in London. Aber eines fällt schon mal auf, wir haben hier keine Punkte zu sammeln oder so, sondern man sieht, ich habe im Moment hier nur eine Hauptstory offen und ein paar Nebenstories. Wie sieht's aus, um was geht's? Und zwar, wir haben eben unsere Hauptmission, die könnt ihr ganz normal folgen, und wir haben Widerstandsmissionen. Was sind Widerstandsmissionen? Hier funktioniert es ein wenig anders. Wir bekommen Upgrades, Tech und Waffen nur über die Stories und über diese Nebenmissionen. Können es also nicht über die Punkte freischalten, so wie im Hauptspiel, sondern wir müssen das über diese ganzen Nebenmissionen machen. Man sieht, ich habe schon ein bisschen was gezockt, habe jetzt so, glaube ich, 6-7 Stunden gespielt und gefällt mir bis jetzt eigentlich sehr gut, vor allem, weil man halt nicht wirklich alles einfach bekommt, sondern man muss sich einfach verdienen mit Stories. Zu Aiden Pierce selbst, geiler Charakter, bin ich mega happy, dass sie den hineingebracht haben. Jetzt kommen wir aber zu den Gimmicks, mit denen Aiden kommt. Also wir haben Fokus, verlangsamtes Zielen, sobald wir jemanden ausgeschaltet haben mit der Waffe. Dann haben wir seine Waffen und hier drinnen ist dabei eben die 357er, die modifizierte. Die schießt reale Kugeln, denn wir haben sonst eigentlich nur Schockmunition. Außer natürlich, so wie hier diese Schrotflinte, die habe ich schon mir geholt durch eine Mission. Aber er kommt mit dieser Waffe, mit der 357. Ebenso kommt er mit seinem Schlagstock. Den kennen die meisten. Und zwar, mal schauen, ob ich ihn auch benutzen kann. So, ja. Hier sieht man hier seinen Schlagstock, den kennen die meisten. Also Markenzeichen von ihm. Des Weiteren kommt er mit noch zwei guten Gimmicks. Das erste ist der Spider-Bot. Den kennen wir eigentlich aus dem Hauptspiel. Aber der hat eine Feinheit, nämlich er hat nicht nur einen Bodenmodus, sondern er hat auch einen Luftmodus. Und den hätte ich gern gehabt im Hauptspiel, um ehrlich zu sein. Wir haben also hier den Spider-Bot, den wir auch irgendwo hinauffliegen können und dort dann wieder zu einem Bodenbot machen können. Das heißt, wir gehen dann wieder in den Bodenmodus und können dann mit dem wieder als normalen Spider-Bot spielen. Finde ich ein recht geiles Gimmick, coole Sache. Hätte ich, wie gesagt, schon gerne im Hauptspiel gehabt. Des Weiteren hat er ein Tool mit. Und zwar, das heißt, ich muss selber mal nachschauen, wie das Ding heißt. Und zwar, Systemabsturz heißt es. Für alle Wagen, Drohnen, Waffen, Sicherheitssysteme kann man mit dem Ding einfach abschalten. Ich werde das mal kurz tun. Ich hoffe mal, dass ich mir hier jetzt keine Feinde schaffe. Aber wenn ich das Ding aktiviere, sieht er deaktiviert mal alles im Umkreis. Richtig geiles Gimmick. Warum habe ich das nicht im Hauptspiel gehabt? Hätte mich tierisch gefreut. Man sieht, man kann wirklich alles deaktivieren. Ob? War ich das etwa? Das tut mir jetzt leid. Findet raus, wer dieses Fahrzeug gehackt hat. Ja, ich war's nicht, na? Ist was passiert? Nee, es geht noch. Kommt ein bisschen Lack drauf. Und Kit lacken und geht wieder. Läuft. Ja, auf jeden Fall das zu diesem Gimmick. Wie lässt sich die Story spielen? Ich finde es geil zu spielen. Wir haben wirklich eine komplett andere Story, haben diese Nebenstories, diese Nebenquests, diese ganzen Missionen, diese Widerstandsmissionen, so wie sie heißen, können eben alles upgraden, indem wir eben das alles freispielen. Finde ich cool gemacht. Also das DLC als separates DLC, eigentlich eine richtig gute Sache. Wir können natürlich auch Sachen sammeln in der freien Welt, haben aber hier nicht so viel zu sammeln. Also ich, wie man sieht, manchmal sieht man irgendwo eine Textdatei,
oder irgendwelche Audios, aber in Wahrheit ist es nicht wirklich viel. Und ebenso beim Shop. Hier, wir bekommen die ganzen ETOs nur durch Questen, nicht durch irgendwas hacken oder irgendwo was klauen wie sonst. Also geht ein wenig sparsam um mit euren ETOs, wenn ihr irgendwas in den Läden kaufen wollt. Zumindest war mein erster Eindruck von Plotline. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Ja.